Dieser Mann wurde auf frischer Tat beim Taschendiebstahl erwischt. Diese Aufnahmen wurden mit einer sogenannten Bodycam von einem Polizisten gemacht. Der beschuldigte Asylbewerber wurde vor einer Bar von Beamten kontrolliert, weil er sich an den abgelegten Taschen von Besuchern zu schaffen gemacht haben soll. Er bestritt die Tat und gestikulierte wild. Dann versuchte er unbemerkt, eine Geldbörse auf den Boden zu werfen. Als er zudem bestritt, das Portemonnaie jemals gesehen zu haben, konnte er mithilfe der Aufnahmen überführt und vor Gericht gestellt werden. Die hessischen Behörden werben mit diesen Aufnahmen für die weitere Verbreitung der Körperkameras. Gewalt gegen Polizisten im Einsatz nehme immer weiter zu. Deshalb fordern Politiker zum Schutz der Beamten-Bodycams in ganz Deutschland. In Hessen wird die Technik bereits seit 2013 eingesetzt.